Also, ne, wenn man hier mal so ein Problem hat, sollte man sich darum kümmern. Vorher machen wir mal den Motor aus. Also schließlich auf 1200 Metern Tiefe und dann gucken wir gleich mal, dass wir das mal repariert kriegen. Ich hoffe, da ist gerade aber nichts groß Böses, was da rumschwimmt und rumschwandt. Ach cool, hier gibt es ja sogar richtige Fische. Ist ja was. So, nehmen wir das Reparaturwerkzeug. Müsste ja hier oben irgendwo sein. Das Leck. Da. Das geht natürlich nicht. Und schon ist es wieder wie neu. Man sieht hier gar nichts. Wir sind hier mitten im Nichts. Das macht mir immer ein bisschen Angst hier. Aha, da portet sich noch irgendwas durch die Gegend. Sieht aus wie eine Wasserpustel, ja. Aber hier ist jetzt wieder alles trocken. Schiff ist wieder heile. Oder heißt das noch irgendwas? Nö. Eigentlich ist das Schiff heile. Zumindest ist der Balken ziemlich voll. Und würde ich sagen, machen wir hier mal den Motor wieder an. Beziehungsweise nochmal eben auf die Karte gucken, wo zur Hölle wir uns hier gerade überhaupt befinden. Und wir befinden uns an einem Entry, das heißt, man könnte wahrscheinlich noch tiefer tauchen. Wir sind ziemlich direkt unter unserer Basis, das ist auch interessant. Naja. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt hier noch... Oh ja, da ist ja noch... Ach genau, das wollte ich auch noch machen. Da ist ja auch noch so ein Viech da, was sich da festgesaugt hat. Eine Lava-Larve. Sollten wir mal gucken, ob wir uns da Sorgen machen müssen oder nicht. Lava-Larve, ein madenähnliches Tier, der scheinbar Seh- und Geruchssinn fehlt, die jedoch in der Lage ist, thermische und elektrische Energie in seiner unmittelbaren Umgebung aufzuspüren und absorbieren. Das ist nicht so gut. Entzieht ihrem Wirt Energie, um zu überleben. Meiden beim Einsatz von Fahrzeugen, entfernen, um Batterien zu schonen. Oh, das erklärt auch die Anzeige. Kriegen wir die denn da einfach ab? Lass mal gucken. Kann man die da einfach... Vielleicht mit dem Messer? Bäh. Aber geht weg. Gut. Und der Rest scheint sich aber da erledigt zu haben. Sehr gut. Dann gehen wir wieder rein. Ja, und wir müssen unbedingt noch loses Kyanid finden. Das ist auch wichtig. Ja, da unten ist es düster. Und ich glaube, man kann hier auch sogar noch tiefer runter. Aber ich würde gerne erstmal hier diesen Bereich hier noch erkunden. In der Hoffnung, dass wir dann auch... den Teil finden... der uns dann Kyanid bringt. Dass wir dann auch mit dem Krebs dann entsprechend auch in diesen Tiefen arbeiten können. Denn aktuell haben wir zwar viel Kyanid hier gefunden, es bringt uns nur nichts. Das ist so das Problem. Ach, da würde es dann, glaube ich, runtergehen. Schauen wir mal. Was uns hier noch so alles auffällt und begegnet. Da unten sehen wir wieder die wunderschöne Lava. Das ist schon sehr, sehr schick. Man sollte halt nur nicht reintreten. Das führt wohl zu sofortigem Tod. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, da unten ist wieder Kyanid. Ach, das ist echt ärgerlich. Das ist wirklich das, was wir brauchen, aber wir können es nicht abbauen. Oder ich weiß halt nicht, wie schnell der kaputt geht, der Anzug. Ich meine, ansonsten könnte man ja hier direkt runter und versuchen, möglichst schnell welches abzubauen. Sofortiger Tod, ja, das ist sehr gnädig. Immerhin lässt er einen nicht leiden. Oh nee. Nicht die Viecher. Die mag ich ja wirklich nicht, diese Warper.
da. Okay, da sind auch nochmal so Materialien. Interessant. Noch weitere Pilze. Und fiese Fische. Ja, noch mehr Kyrni. Das ist echt gemein. Aber für euch ist es sehr dunkel, glaube ich. Aber ich habe halt hier auch nicht die Möglichkeit, noch groß mehr Licht anzumachen. Weil ich kein Kameralicht. Hm. Irgendwie. Viel bringt tut das nicht. Die ganze Zeit. Huch, was schwimmt denn da unten rum? Die ganze Zeit wieder flatschen mit diesen kleinen Armfischchen. Also das Rezept hatte ich ja letztes Mal noch zwei vermisst. Also eins findet man noch. Genau, ein Rezept findet man auf jeden Fall noch. Da hoffe ich eigentlich, dass wir da noch drüber stolpern. Und ein anderes... muss ich noch was scannen, aber das müssen wir nicht unbedingt hier machen. Brauche ich noch Tiefenpilze, aber das hatte Smoo ja letztes Mal auch schon gesagt, dass die fehlen. Dass es das sein wird. Ah, die Warper hier. So, kommen wir jetzt hier vernünftig lang? Da muss ich jetzt einmal die Kamera verlassen. Das wird aber schon wieder alles sehr eng hier. So, nochmal wirklich wieder ein bisschen runter. Was schwimmt da für ein großes Viech lang? Erstens jetzt ganz schlecht. Ja. Ganz toll. Was ist das denn für ein Viech? Ist ja unfassbar. Na doch, jetzt ist bestimmt wieder irgendwo nass. Jetzt müssen wir uns da irgendwie dran vorbeizwängen. Geräuschlos. Hallo Kix, schönen guten Abend. Dann hoffe ich mal, dass der uns jetzt einigermaßen in Ruhe lässt. Das muss ja jetzt echt nicht sein. Ah, wir müssen ja vielleicht noch langsam fahren. Der kam da wieder überraschend. Ah, das sieht schon schön aus hier. Das hat echt was. Diesen ganzen Lavafällen. Gut, aber da geht es jetzt auch erstmal nur wieder raus. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich Schluss. Mit dem Lavakram. Engine powering down. Das würde ich gerne nochmal eben gucken. Ja, hier läuft wieder ein bisschen die Soße rein. Damage. Und da hinten haben wir noch so ein Larvenviech dran und da auch. Geh bloß weg. Ja, hier ist ein Exit. Das heißt, wir sind jetzt hier einmal durchgeschwommen, aber ich würde gerne in die Richtung noch wieder gerne. Das heißt, eigentlich müssten wir sogar noch einmal wieder drehen. Hehe, nochmal an dem Viech vorbei. Engine powering up. Boah, nur 64%, das ist echt ätzend. Gut. Also einmal drehen. Hoffen, dass wir jetzt nicht in diese Lavafälle reinkommen.
nicht nochmal von dem Tier angegriffen werden. Deswegen, ich traue mich gerade auch nicht so, jetzt hier wieder schneller zu machen oder das Ding hier auszumachen, beziehungsweise auszusteigen. Da bin ich gerade in die falsche Richtung gefahren, das ist echt ärgerlich. Naja, gut. Erst mal wieder reinkommen hier. Verlieren wir schon gerade ganz gut. Ja, da ist wieder das Tentakelvieh. Kann es ganz, ganz schlecht sehen. Das heißt, jetzt hier gleich einmal so ein bisschen rechts rum. Aufpassen. Aber noch ein bisschen spät. Boah, der schwimmt unter uns. Oh. Das gibt's doch echt nicht. Das gibt's doch echt nicht. Okay. So, noch ein bisschen weiter. Dann schwimmen wir einmal links ein bisschen rum. Oha. Hallo China. Ja, kein Problem, du hast bisher nicht viel verpasst. Ich bin in die falsche Richtung gefahren und sieht gerade echt nicht gut aus hier. Ich hoffe echt, dass der jetzt langsam mal uns hier in Ruhe lässt. Ja, ja, ja. Das ist klar, aber ich kann doch jetzt hier nicht aussteigen und reparieren. Das ist ein bisschen schwierig. Also der kuschelt hier gerade mit unserem Schiff, das ist echt nicht gut. Jetzt sind wir ein bisschen aus der Gefahrenzone raus. Wir haben ja, glaube ich, ihre Bereiche. Ja, du musst noch den Stream nachholen. Stimmt, China. Tja. Das geht jetzt natürlich nicht mehr ganz so einfach. Da sehe ich ein. Mit Energie haben wir echt ein Problem dann. Das ist blöd. Mal gucken, ob wir dann überhaupt hier noch einmal komplett durchkommen durch dieses Ding. Aber das wäre eigentlich schon ganz cool, wenn wir uns das Lava-Ding hier einmal komplett angucken könnten und dann wieder nach Hause müssen. So, aber ich glaube, jetzt können wir einmal den Motor wieder ausmachen. Engine powering down. Und uns dann hier einmal darum kümmern. Ja, das sieht echt nicht gut aus hier. Viel zu viele Zecken oder Larven. Viel zu viel kaputt. Da haben wir gleich eine. Na komm, geh weg. Lass das hier. So. Reparieren. Da unten ist was auch fleißig am Blubbern und Blitzen. Mal gucken, da ist noch so ein Viech. Na. Jetzt hat er es mal getroffen. Man sieht aber auch echt nichts hier. Da ist noch ein Viech. Boah. Ist ja Wahnsinn. Kein Wunder, dass der Strom hier so schnell weggeht. Auch noch eins. Dann da hinten. Erinnert mich so ein bisschen an die Mydox. Ja, China, das Abkuppeln war ja meine Idee. Für euch natürlich nicht so gut, aber für mich wesentlich besser, weil ansonsten, also das würde ich zeitlich nicht schaffen. Dafür sind die Subnautica-Folgen von der Größe her, oder von der Dateigröße einfach zu groß. Das würde ich zeitlich nicht hinkriegen. So.
30%. Wahnsinn. Oder mal gucken, haben wir jetzt alle weg? Nee, das sind immer noch drei Viecher schon wieder dran. Ist die Frage, ist das jetzt, liegt das jetzt, dass wir hier sind? Ist jetzt daran? Boah. Ja, die sind schon wieder neu dran. Also ich glaube, wir müssen ja einfach erstmal ein Stück weiter schwimmen. Boah. Weil Strom ist halt schon eher so ein Problem gerade. Hier noch ein Viech, war noch da ist noch eins. Wärmegenerator, ja, fehlt mir noch ein Rezept zu. Aktuell. Ich muss noch mal Tiefenpilze scannen, deswegen haben wir auch noch keinen Wärmegenerator. Da ist schon wieder einer, es ist nicht wahr. Ich schwimme jetzt erstmal weiter. Also ich glaube, das ist gerade echt ein Problem, weil wir gerade hier sind. Das wieder aus. Den auf 2. So. Ja, ist auch wieder ein bisschen ärgerlich, dass ich vorhin wieder in die falsche Richtung geschwommen bin. Aber naja, man kennt es ja nicht anders. Das Licht bringt ein. Was würde er machen, wenn ihm die Energie ausgeht? Ja, was machen wir dann? Sterben. Also 23% kommen wir nicht zurück, das ist klar. Und trinken muss ich auch gleich wieder. Jetzt hier nochmal so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Lava wäre ganz nett. Weil ich weiß nicht, ich sehe hier echt gar nichts. Weit oben? Eigentlich ja nicht. So, immer so ein paar Sachen, die hier auftauchen. Da ist mal wieder ein bisschen Lava. Schon wieder so viele Larven, die da rum sind, schwimmen. Da müssen wir gleich echt mal wieder was gegen machen. Das ist echt ein Problem. So, ich glaube, jetzt sind wir auch wieder ungefähr da, wo wir heute angefangen haben. Ah, schick. Schick, 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 schick. So, jetzt nochmal eben ein bisschen was abkratzen, sind auch schon wieder 4. Ah, und jetzt sind wir hier, okay. Das ist auch interessant. So, 4 Stück. Komm, beeil dich, wir haben nicht so viel Zeit hier. 1, 2, 3. Oha. Das ist nicht so gut gerade. So, erstmal was essen und da sind immer noch 2 dran. Vital signs stabilizing. Okay, das sollte erstmal reichen. Na. Ich bin jetzt auf der 4. Das war doch eben noch auf der 3. Naja.